Ja, hallo und herzlich willkommen hier heute zum nächsten Hallen-Bundesliga-Spieltag. Mein Name ist Philipp Rothländer, an meiner Seite heute Simon Mundorf, auch einer der ersten aktiven Spieler, am Mittwoch noch selber gespielt. Heute leider nur auf der Bank bzw. in der Reserve. Deshalb freut es uns sehr, dass du hier heute deine Experten-Meinung bei uns ablässt. Vielen Dank. So, geh dir jetzt in geht in den Kreis rein. Schöner Querpass, schön quergelegt und dann muss Karl Alt nur noch einschieben. Einschieben, schönes Tor, gut gemacht da von Didi, der sich da über links durchtankt. Können wir sicherlich gleich im Replay, jetzt hier im Replay nochmal reingucken, Didi über links. Kommt gut. In Kreis. Tor kommt raus. Und wieder dieselbe Variante. Diesmal Marc Appel auf der Hut und kann das Ding stoppen im Schläger. Wieder ein Fehlpass davon. Sehr schön gemacht von Jesper Kammler. Überragend gemacht. Da können wir im Replay sicherlich nochmal reingucken, wie er sich da rausdreht. Um Johannes Justus rum, direkt im Kreis, will abziehen und da kommt der Stockschlag. Schlag auf den Schläger. Genau. Tor, links unten. Versenkt, eiskalt, geblockt wurde wieder gewechselt, ne? Genau. So, 2-0 Alster jetzt hier. Genau, auch Flottbeck hat wieder im Block gewechselt. Ah, Karl Alt sieht da Friedrich Kröpper, der da startet. Oh, schade, schöner Versuch aufs Tor. Guter Versuch, das geht gut. Ah, das ist ein schöner Konter, den können wir nochmal im Replay sehen hier. Der Ball geht links, rechts raus von Alster Seite auf Karl Alt und der sucht, wie vorhin schon besprochen oder angekündigt, den nachstartenden Niklas Bruns. Ja. Und da gibt es den 7 Meter Fuß auf der Linie nach dem. Ja, halb hoch rechts ins Eck. Sehr gut, 4-0. Ja, bisher eine 100%-Quote davon. Niklas Bruns am 7-Meter-Punkt. Ja, macht das stark. Er verlädt den Torhüter und noch verbessern und mal zu ein paar Torchancen kommen. Und dann sehen wir jetzt direkt eine da, über rechts. Guck mal hier, zack. Und ja, sehr, sehr gute Chance da von der Nummer 6. Das ist Vincent Riemenschneider. Aber auch die Ablage wird stark gehalten von Marc Appel. Genau. Und der Nachschuss auch. Flottbeck. Ah, Karl Alt, der Direktschuss, wie man ihn kennt, flach durch die Mitte, durch die Beine vom Goalie. Gucken wir nochmal hier in der Wiederholung, genau. Und dann steht es hier 5-0. Ja, sie dürfen ihn, glaube ich, nicht wechseln, ne? Weil immer nur beim Pfiff. Wenn ich mich recht entsinne, ohne jetzt hier. Ah. Ja, hat sich gelohnt, die Überzahl, ne? Schönes Tor da von Jakob Schmidt, der das Ding rechts oben einsendet. Lange wartet, zögert und dann über die Schulter von Marc Appel das Ding setzt. Oh, der. Ja, schön gespielt, zurück zum Reingeber, der Ball. Und dann kann Paul Smith ins leere Tor einschieben. Wir gucken nochmal ins Replay jetzt hier, zack. Ja, ist eine schöne Ecke, die gefällt mir auch immer. Eingeführt, um einfach den Schutz für die Spieler zu gewährleisten. Und genau das macht Paddy Schmidt und bekommt da aber nochmal etwas ins Gesicht. Kriegt dann Spieler noch einen Ellbogen ins Gesicht, wenn ich das richtig sehe. Guck mal ins Replay. Der Rausläufer. Oh, ja, der rennt mit den Schläger. Der zweiten Halbzeit sehen. Wir haben Entwarnung bekommen von Paddy Schmidt. Dem geht's gut, der kann weiterspielen. Und da sehen wir hier direkt ein schönes Tor von Luca Wolf, der nur einschieben muss ins leere Tor gegen Flottbeck, die weiterhin ohne Torhüter agieren. Gerade in der Halle. Genau. Ja, wieder ins leere Tor von Karl Alt, 8-2. Ja. Also das war wirklich bestraft. Und deswegen ist es, glaube ich, die richtige Entscheidung, den Torhüter wieder reinzunehmen.
Ja, knapp verpasst. Gute Passstaffetten da von Flottbeck. Ah, stark gespielt. Starker Konter da von Flottbeck. Und da kann dann wieder Jakob Schmidt verwandeln. Gucken wir nochmal da. Paul Smith legt das Ding auf. Zack. Gut abgewartet. Ja, also steht tief drin. Paddy Schmidt probiert immer wieder anzupieken und Flottbeck auf eine Seite festzulegen. Damit. Ah. Christian Reimann jetzt. Schnelle Aktion. Lauter den Ball. Gibt einen Freischlag. Können wir im Replay nochmal gucken. Das ist ein Fuß. Schneller Freischlag ausgeführt. Und dann schiebt er das Ding durch die Beine. Diesmal nicht geschlagen. Schön. Ja, Flottbeck jetzt mutiger. Geht vorne rauf. Bei noch 17 Minuten zu spielen. Ah, starkes Spiel von Alster. Ah. Schön. Schönen Konter da gesetzt von Niklas Bruns. Der das Ding nur noch auflegen muss auf Fili Kripper und der das Ding halb hoch verwandelt. Können wir im Replay nochmal sehen. Ja, schön zu sehen, wie Alster sich hinten aus dem Druck löst. Ja, schön, Paddy Schmidt. Das Ding da eingesendet. Rechts unten ins kurze Eck. Können wir im Replay nochmal gucken. Gar nicht hart. Ausgeguckt und dann schiebt er das Ding ein. Hohen Sieg rausgeht. Und wieder schön gespielt, schön aus der Ecke raus. Paddy wiederholt seinen Gegenspieler. Und dann kann er den Ball ins leere Tor einspielen. Jetzt sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Hier, er überholt seinen Gegenspieler und kann den Ball ins leere Tor drücken. Ja, sicherlich geht es hier auch am Ende ums Torverhältnis, ne, für beide Teams. Oh, schön. Tobi Topsit-Herber darf heute auch mal einsetzen. Schön, schönes Tor. Ja, super Auge da von Paddy Schmidt, der Tobi sieht. Und dann. Schöner Konter jetzt, mal gucken von der Nummer 30. Schöner Konter da von Luis Ferdinand Mausch. 13-4. Ja, es sind leichte Ballverluste. Der Torn auch so unglaublich wichtig. Absolut. Für die Mannschaft. Oh, schöne Aktion da. So einfach kann es gehen. So eine Kombination. Und dann wieder der Schläger reingehalten. Ja, ist schön, die beiden Verteidiger, Fidi und Luca, da vorne zu ja, sehen. Ja, schön. Ja, jetzt liegt das Boden 2 gegen 1 mit Karl Alt. Schön. Schön gespielt. Schönes 2-1 da vor dem Torhüter hier. Einfach. Sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Krüppel klärt das Ding gut da hinten raus. Oh. Ja, und direkt der Anschluss zum 15-5. 3 Minuten vor dem Ende. Sehr stark gemacht von Ferdinand von Görzen. Lässt Marc Appel da aussteigen. Stark abgelaufen. Ah, schön verladen da und schiebt einen ins rechte Eck zum 15-6. Und Christian Reimann ist wieder auf der Platte. Ah, Gleichzahl dementsprechend. Ja, beide Teams bis das ganze Spiel über bis zum Schlusskreis. Ja, haben sie es versucht auszuspielen, aber dann am Ende nicht zwingend genug, viele Fehlpässe gespielt tatsächlich. Ich sag mal, hochklassig war das Spiel nicht. Am Ende aber ein verdienter Sieger meines Erachtens mit dem Super Leister.